So, wir basteln ein bisschen weiter hier bei Bridge Project. Versuchen mal die nächsten Brücken zu finden und dann entsprechend zu konstruieren. Ah, hoppala. Brückenkartenauswahl, Kartenmenü. So, hier sind wir auf dieser Gegend sind wir noch recht am Anfang. Aber das machen wir jetzt geschwind, dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. So, das ist immer re relativ einfach, die Fahrbahn einfach zu ziehen. Und darüber, genau, zack. Dann ist wieder so eine. Ah, hier gibt es auch ein Kabel, da ist ja hier. Für was könnte ich das brauchen? Da könnte ich doch mal probieren, dass ich da so eine. Mann, das ist wirklich ein ganz blöder Versuch jetzt da, aber. Wie wäre es, wenn das so gezielt durch ein Kabel rüber, so von da nach da und dann daher und von dort dasselbe, halt Kabel von da nach da und von da nach da, halt kein Kabel mehr, doch 8 Meter reicht es nicht, oder? Ach Mann! Also das ist jetzt schon lustig gefunden, wenn sich das ausgeht. Gut, dann machen wir es so. Dann da ist Kabel weg, zack, weg und Holz hierher. So, schau mal. Ja, schaut immer gut aus. Ja, es knarzt zwar ein bisschen, aber die Brücke war das kein Problem. So, der Bus, ich hoffe, dass nicht zu viel Fahrgäste drin. Da schwankt schon ein bisschen, aber jo, geht. Herzlichen Glückwunsch, ja. Brücke bestanden. Schau mal, wie es das ausschaut. Wahrscheinlich wieder. Ja, puh. Keine Ahnung, wie die das machen. Nächsten damit 6 Teile. 1, 2, 3. Ah, vielleicht muss ich mir wirklich mal Gedanken machen, wie ich das weitermache. So, jetzt schauen wir mal. Wo sind wir hier bei Level 4? Da bin ich bei Level 3. Gut, dann machen wir da weiter. Oh. Das schaut auch recht interessant aus. Eisen und Holz. Was wird denn da drüber fahren? Ich werde jetzt einmal die Konstruktion aus Eisen machen. Einfach so. Oh, ups. Macht das jetzt da? Muss ich löschen vorher? So, pass auf, schauen wir mal. Das ist wieder Holz. 30 Meter, warum nimmst du das nicht? Verstehe nicht. Eisen. So, für das ist zu wenig. Wurscht, machen wir das aus Holz, ist ja wurscht, mit mir kann man es ja machen. So, Fahrbahn steht und jetzt haben wir da Eisenträger. Ich glaube, das ist eine mutige Konstruktion. Was? Kein Eisen mehr, oder wie? 24 Meter, warum mag er das nicht? Bitte. So, das müsst ihr halten, ha? Na klar, also das geht auf jeden Fall. So, PKW, regen mich nicht auf. Ah, die ist so stabil gebaut, da knarzt ja nicht einmal was. Der Busse kommt, rauscht's rüber. Ach, das haltet bombenfest. Da könnt ihr noch locker einen Zug drüber fahren. Ja, gib Gas. Ja, problemlos ist denn's. Ja, bei einigen Brücken ergibt sich sehr einfach aufgrund der Ankerpunkte, was man bauen soll oder wie man bauen muss. So, sind wir überall auf Level 4. Wo machen wir weiter? In eine und raus bist du. Wo das gefällt mir eh schon gleich. Ländlich 4. Oh, eine Burg.
Ein Wassergraben. Tragseil. Oh, da kann, ja, das hört sich interessant an. Pass auf. Das Tragseil, das können wir klar. Die spannen wir von da nach da. So. Zack, das hängt dann durch. Dann die Fahrbahn. Also, was machen wir die? Die machen wir aus. Gescheit aus Eisen oder ist gescheiter die Träger aus Eisen machen? Das sind immer Fragen. Von der Stabilität her ist sicher das vernünftiger, oder? Oder na, die Fahrbahn machen wir aus Holz. Das muss reichen, oder? Was kommt denn da? Bäcker und Busse, die uns erschmoren. So, und dann kann man da jetzt Kabel, aber die Kabel, wenn wir so spannen. Genau, so weg da. Dass ich nämlich auch wieder Stabilität habe. Warte mal, da brauche ich noch was. So, pass auf. Jo, hängt. Obwohl diese Querstreben hätte ich mir jetzt glaube ich in dem Fall sparen können. Weil da links und rechts kann es eh nicht aus. Also im Prinzip jetzt. Naja, Schaden tut sicher nicht. Aber man sieht schon, was da schwankt. Das ist auf jeden Fall erdbebensicher, würde ich sagen. Bis zur Richterskala 7 oder so. Ja, die BQE. Achso, die BQE simuliert natürlich auch, ob sich das Ganze aufschwingt. Aber nö, ist sicher. Ja, cool. Also dieses Game macht wirklich ein bisschen süchtig. Also das macht wirklich Spaß, hier weiter zu spielen. So, hier sind wir bei 5, wenn wir einfach nach der Reihe jetzt einfach schauen, dass wir da auf Level 5 bleiben. Oh, da kommt auch ein Boot. Eieiei, jetzt ist es interessant, denn da ist dann auch eine Hydraulik gefragt. Also wie man das jetzt baut, keine Ahnung. Hier sehen wir es, Hydraulik und Eisen. Okay, ich mache jetzt einfach mal wieder mal wie üblich da den. Ich habe keine Ahnung, wie man das baut. Ich weiß es nicht. Keinen blassen Schimmer. Irgendwo weiß ich nur, dass man irgendwas da Verbindung, offene Verbindung, genau das. Was würde jetzt passieren, wenn das. Okay. Okay. Wie geht das mit der Hydraulik? Ich habe keine Ahnung. Jetzt pass auf, jetzt haben wir da mal so eine Stütze her. Und da so eine Stütze her ist klar. Jetzt soll das natürlich eine, irgendwie. Ja, was, also ich muss jetzt mal irgendwas bauen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heißt, baue ich mal irgendwas. Einfach mal rein so weit drauf fahren, oder was? Was heißt Hydraulik? Pass auf, kann man das jetzt. Ah, warte mal, jetzt müssen wir schön simulieren. Was macht Hydraulik? Zieht das dann die Brücke auf oder wie? Dann müssen wir weg. Was passiert dann? Also dann bricht es zusammen. Ich glaube, da keine Stütze ist. Moment, da muss ich schauen. Da. Ah, das wird enthalten, gell? Nein, es ist blöd. Moment, dann müssen wir das löschen. Dann machen wir das einmal so. Nö, das geht auch nicht. Ich muss das trotzdem weiter rüber bauen oder so. Verzeiht mir, was ich da zusammenbaue. Ich habe wirklich keinen Dunst, was ich das machen soll. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie diese Hydraulik arbeitet. Geht es aus bis drüber? Nein, geht es nicht aus. Presst die das hoch oder zieht die das hoch? Komm, lass mir das jetzt löschen. Ja, pass auf, jetzt machen wir das nochmal. Diese offene Verbindung drin machen, da ist auch eine offene Verbindung, was wurscht ist. Dann kommt die Hydraulik hier. Und dann lassen wir es einfach mal laufen, weil wir wissen, was passiert. So, pass auf, so. Es ist nicht stabil, ich weiß. Das ist jetzt mal wurscht. Damit wir wissen, was das passiert.
Jetzt kommen die Autos. Die fahren mal drüber. Das sollte sich schon aushalten, oder? Also okay, Busse. Busse. Das kann vielleicht eng werden. Ja, das geht. So, was passiert jetzt mit dem Schiff? Ah, verstehe. Dann geht das einmal auf. Ah, schaut's. Das geht rauf. Ah, so schaut das aus. Ja, theoretisch habe ich es bestanden, oder? Also der Streifen, pass auf, dunk. Schiff sinkt! Blub, 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 blub. Oder gilt das sogar schon? Schaut nicht so gut aus, würde ich sagen. Also. Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum. Also da ist offen. Dann muss diese geschlossene Verbindung sein. Das ist aber auch blöd, weil. Also ich glaube, das ist so hoch. Ah, okay. Ich würde sagen, wir fangen da von vorne an. Wir löschen mal alles da. Also ich muss im Prinzip den mittleren Bereich. Ich weiß schon, wie ich es mache. Ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Das Prinzip da gefällt mir an für sich recht gut. Das machen wir mal mit der Kamera ein bisschen drehen. Ups, ein bisschen zentrieren da mal. So. Das Prinzip finde ich jetzt gar nicht so blöd, da, was ich da gebaut habe. Und zwar habe ich dann da die Stütze. Da die Stütze. Ich hoffe, das nicht so weit ist. Und dann kommt jetzt die Fahrbahn, das bleibt eh gleich, weil es ist ja alles Metall. So und so. Und dann kommen da jetzt zwei Hydraulik-Schichteln her. Einmal da. Da muss ich eine offene Verbindung machen. So. Und einmal da und da. Und dann haben wir eine offene Verbindung. So, pass auf. Jetzt aber, ha? Nein, das passt auch nicht. Weil jetzt klappt das. Das Problem ist, wenn das aufgeht, dann fallen die jetzt runter. Ah, verdammt. Probleme, die man hat als Konstrukteur, als Ingenieur. So, pass auf, jetzt passiert wieder das. Also genau das ist runterfällt wahrscheinlich, oder? Genau. Hä? Ah. Gut, habe ich gerade eine vergessen. Okay. So geht's mal nicht. Ja, wie kann ich ihm sagen, dass der Hydraulikarm. Auf dieser Seite greifen soll und nicht. Oh. Nein. Ja, das ist die Aufgabe für euch. Jetzt müssen wir mal denken helfen. Jetzt habe ich ein bisschen einen Knoten im Kopf. Wie baue ich das am besten? Ich muss einfach gegenüber schnappen, dass er das gegenüber raufklappt. Das ist natürlich eine Idee, dass man sagt, okay, ich baue jetzt da noch die Stückerl da her. Also, ich baue einfach einmal. Pass auf, daher. So, das ist einmal das. Dann kommt die Fahrbahn. Die Fahrbahn ist klar, okay. Und dann brauche ich jetzt die Hydraulik, die. Pass auf, jetzt habe ich eine ganz andere Idee. Was ist, wenn ich so mache, das ist so? Macht das so? Ach so, dann sonst nichts, weil es bricht mir das dann zusammen. Aber das kann man vielleicht stabilisieren, wenn man sowas macht. Das ist, ja, es ist, ich weiß, es ist keine schöne Brücke. Das sollte halten und da. Das
Das soll offene Verbindung sein. Was sonst nichts? Das muss offen sein. So. Es ist jetzt für diese Bedingungen eine sehr große Brücke. Das muss ich schon zugeben. Also das ist schon ein bisschen sehr überdimensioniert. Aber wenn sie hält, ist es gut. Und wenn nicht, dann, dann muss ich mir das Ganze noch ein bisschen genauer überlegen. Tja. Jetzt schauen wir mal. Die Busse sollten kein Problem sein, oder? Nö. So, pass auf. Und jetzt? Na bitte! Na bitte! Genauso wie es mir. Die Witze sind wirklich stark, oder? Warum? Hä? Wow, Mann über Bord! Mayday, Mayday! Oh oh, jo, ich glaube, es ist der Zeitpunkt, das Ganze zu beenden, obwohl ich es gerade überhaupt nicht weiß, warum es zusammengebrochen ist. Aber gut, jo, das war's. Tschüss, ciao, euer Bitwalker. Ich mache mal hier aus dem Staub. Ich bin nicht gewesen. Nö, nö, nö. Und tschüss.